Also wir müssen festhalten, dass wir in einer globalisierten kleinen Welt leben. Und wir wissen, dass viele Wirtschaftssysteme in der dritten Welt, in der arabischen Welt gescheitert sind. Und wir wissen, dass Hunderten von Millionen von Menschen auf ihren Koffer sitzen, um in Richtung Europa zu kommen. Jetzt ist die Frage, lösen wir das Problem, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Menschen aufnehmen? Ich sage nein, wir lösen das Problem wirklich nicht, weil damit geben wir den anderen 99 Millionen oder 200 Millionen die Hoffnung, sie können den 5 Millionen kommen. Die Probleme muss man anders lösen, und zwar vor Ort. Und zwar, die Menschen müssen lernen, in die Verantwortung genommen zu werden. Und das gilt zum Beispiel für die arabische Welt, aus der ich stamme. Schauen Sie mal, wie viel Geld in die arabische Welt seit 70 Jahren hineingeflossen ist. Jeder andere Kulturkreis hätte mit diesem Geld eine moderne Gesellschaft aufbauen können. Nein, stattdessen ist das Geld nur für den Bau von Moscheen oder für den Erwerb von Konsumgütern. Das kann nicht funktionieren, deshalb plädiere ich dafür, und das werden viele mir nicht zustimmen, für die Festung Europa. Wir brauchen geschlossene Grenzen. Und Europa muss zu einer Festung der Freiheit, aus der den anderen Völkern zur Freiheit verholfen werden kann. Und nie umgekehrt. Ich sage nochmal, wer halb Kalkutta retten will, wird selbst zu Kalkutta. Und das wird der Fall sein. Noch eine Geschichte, vielleicht kann man einbauen. Und zwar, ich weiß leider, dass wenn keine massive Änderung auftreten, dass aufgrund der demografischen Entwicklung, dass in 30, 40 Jahren, dass die Deutschen zur Minderheit werden. Und dass wir hier große Probleme haben werden. Und dass wir Deutschland nicht wieder erkennen werden. Und dass Deutschland vernachöstlicht wird. Und das ist, was ich nicht nur den anderen Kindern, sondern meinen Kindern, meinen Enkelkindern nicht wünsche. Ich möchte Deutschland ohne die Deutschen nie haben. Ich möchte die Deutschen nicht vermissen, denn sie sind großartige Zeitgenossen.